Ja, für mich ist es natürlich heute auch keine alltägliche Situation, wenn man bedenkt, dass ich hier in Düsseldorf geboren bin, dass ich hier als Jugendspieler agieren durfte und dann den weiteren Weg mit dem Eintritt in die Profilaufbahn hier begonnen habe und jetzt hier sitze als neuer Cheftrainer, ist das für mich schon eine besondere Situation, eine emotionale Situation auch, weil ja, diese Situation, dieses Vergnügen als Spieler und als Trainer für einen Verein zu arbeiten, haben, glaube ich, die wenigsten in meiner Funktion, und deswegen freue ich mich sehr darauf, auf diese neue Aufgabe. Ich glaube, dass die Fortuna weiß, dass sie in den letzten Jahren sehr, sehr schnell gewachsen ist, wahnsinnig schnell gewachsen ist durch die Erfolge, und dass es jetzt darum geht, eine Form der Kontinuität reinzubringen und den Verein sportlich dorthin zu stellen, so aufzustellen, dass er wirklich auch eine gute Zukunft hat im deutschen Fußball.